Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Es sickern so langsam, aber sicher die ersten Leaks zu Buffs und Nerfs durch. Und allem Anschein nach soll tatsächlich die G7 und die 301 einen Nerf bekommen. Die 301 glücklicherweise nicht vom Damage oder irgendeiner Schussrate und hast du nicht gesehen, sondern tatsächlich soll es in Season 15 so sein, dass die 301 weder das 2-4er Scope noch das Dreifach Ranger Scope tragen kann. Wahrscheinlich ist der Grund dahinter, weil sie sehr, sehr einfach zu handeln ist, auch mit solchen Visieren, wo man auf Range ein bisschen mehr sehen kann. Gerade im Einzelfeuer ist die 301 mit diesen zwei Visieren sehr, sehr effektiv auf Midrange. Und das soll wohl mitunter, oder zumindest reime ich mir das so zusammen, dass das so der Grund sein soll, dass die 301 nicht zu krass sein soll. Und bei der G7, und das finde ich ganz, ganz krass, ich kann es natürlich ein Stück weit verstehen, es ist meine Lieblingswaffe und nachdem diese Waffe aus dem Care Package zurückkam, habe ich es gerade auch von vielen unter den Videos gelesen und auch im Livestream bekomme ich oft die Bestätigung, weil ich renne mit der Waffe eigentlich ständig rum, wenn ich sie finde. Viele schreiben, die Waffe ist einfach zu stark, da muss was passieren, am besten ins Care Package zurück oder eben nerven. Und tatsächlich soll sie wo genervt werden. Es ist noch nicht genau bestätigt, ob es ein Damage-Nerf wird oder ein Schussraten-Nerf. Es kann aber auch beides sein. Beides ist eine Option. Eins von beiden soll definitiv kommen. Ich gehe davon aus, dass natürlich die Schussrate minimal reduziert wird. Und ich glaube auch, dass der Grundschaden pro Kugel ein Stück angepasst wird. Um ein, zwei Lebenspunkte pro Kugel kann ich mir durchaus vorstellen. Kann ich verstehen, dass als G7-Main-Spieler definitiv Fakt. Schreibt mal in die Kommentare, haben die beiden Waffen, gerade die G7, den Nerf verdient? Macht das mit den Optics auf der 301 Sinn? Ja oder nein? Habt ihr Bock auf Season 15? Ja oder nein? Haut die Kommentarsektion voll. Ich bin auf jeden Fall extremst gespannt. Das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.